Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, wir spielen Space Hulk Deathwing, die Enhanced Edition und ja, wir haben jetzt irgendwas zurückgepackt, ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall eine neue Sturmkanone der Vergeltung bekommen. Diese Version der Sturmkanone verwendet extrem rüstungsbrechende Vergeltungsmunition. Ach, ist das schön. Hat deshalb aber eine geringere Feuergeschwindigkeit. Ja. The chamber we are seeking does not appear on the schematic. The only conclusion we can draw is that the chamber was deliberately omitted. A hidden gene seed vault, most likely. That is true. We must locate it and recover the gene seed. Oh, Gensaatbergen. Von toten Marines. Space Marines. Das macht normalerweise unser Onkel Doc nebenbei. Von den gefallenen Brüdern die Gensaat. Wo müssen wir hin? Vision. The gene seed is behind this door. Brother Epistolary, you have to find the chamber from your vision with the utmost urgency. Machen wir. Alles die hier? Nö. Scheiße. Wahrscheinlich dieser Raum. Können wir uns auch auf der Karte irgendwas legen? Nee, ne? Ich glaube, wir kamen von da. Kann das sein? Stimmt das? Jo. So, dann suchen wir mal den Ort. Alter! Schweine. Camper. Das waren richtige Camper. Oh, das ist nicht gut. Ja. Wir wussten, dass hier ja auch einer war. Ist ja nur logisch, dass auf der anderen Seite auch einer ist, aber ich hab's leider verpeilt. So. Mal das auch gekillt. Weiter. Meine Rüstung ist schon wieder gelb, ich hasse es. Einmal nicht aufgepasst. Und hier ist auch eine hübsche Figur. Bleib doch mal stehen da! Aber der haut echt rein hier, der Typ hier. Nicht zum Feiern. Gut, das war's mit Zionika. Ich stöpfe mal. Ich will gerade wo müssen wir hin. Ist vielleicht die Tür, die ist rot? Ist sie verschüttet? Blockiert. Ah, Scheiße. Ich brauche Heilung. Mission accomplished, brother. Warte mal, von da sind wir gekommen, oder? Ne, die Tür ist einfach offen. Skriptorium. Oh, das ist im Skriptorium, definitiv. Wir gehen ins Skriptorium. Da fühlt sich jeder Skriptor wohl, da gibt es Bücher. Heilige Schriften über den Orden. Erst gucken wir uns aber diese kleine Kammer an. Vielleicht ist da ja ein Relikt oder einfach nur Ventile. Riesige Ventile. Muss man mal gesehen haben. Weiter. Nicht gut an. Fällt vor mir auseinander. Diese Höllenfeuermunition finde ich super. Hey! Hey! Ladehemmung. Boah.
und verschließen. Bei uns ist was. Ich versuche es zu scannen. Nein, wir sind nicht im Skript. Oh, scheiße. Dann hacken wir uns trotzdem mal rein. Stirb! Xenos, Abschaum! Geht auch. Gut, ich lasse dich nochmal am Leben. Ach komm, zerstören wir dich doch gleich. Wir müssen nochmal zurück. Ich will, dass ich aber nochmal heile, falls wir nämlich nochmal hier langkommen. Hey, mach das schon hinten. Wie hieß nochmal der Ordens... Oh, was ist los? Was hat er gerade gehabt? Oh, da ist wieder... Hacke mal. Camper hier. Gleich Camper töten. Oh, das ist das Tor. Zerstören. Einzelne Kammer. Oh, hier redet mit mir jemand. Ah, ein Teil einer Rüstung. Cool. Bedeutsames Relikt. Mal ganz kurz nebenbei. Oh, es gibt ein Bestarium. Wir spielen schon so lange. Oh, was haben wir hier alles? Das ist nochmal Genestealer. Das ist ein Hybrid. Das war mal ein Mensch, schon ein bisschen, hat schon vier Arme. Da gibt es auch noch andere, mit zwei Armen oder drei, aber mit Waffen. Und man sieht die Ausprägung am Kopf. Ah, hier ist, nee, das ist, hier steht nicht nur Hybrid. Das ist dritte Generation, größer, stärker wahrscheinlich. Das ist ein Schleicher-Genestealer, gibt es gar nicht. Aber weil die Genestealer konnte man im Orden oder generell im Tabletop immer aussuchen, was für Waffen die haben. Die Arme sind Standard, dann Scherenklauen, gaben nochmal einen Wiederholungswurf oder so. Genau. Die sind einfach... Oh, man kann sie richtig nur seitlich angucken. Cool. Warum sieht es ja kleine so? Ist eigentlich gibt da keinen großen Unterschied, oder? So, das ist Sensenklauen. Also der ist schon mal heftiger. Der sieht schon aus wie so ein kleiner Carnifex. Das ist ein größer, der macht einen Panzer kaputt. Hybrid Generation 4, okay. Warum sieht der Dreier schlimmer aus als der Vierer? Er hat einfach nur vier menschliche Arme, würde ich sagen. Oder ist die fünfte Generation die noch am... Ach, was weiß ich. So. Die hatten eigentlich diesen komischen Schnorchel, hatten auch noch einen tollen Namen. Schleicher waren es nicht, aber ich glaube, die konnten sich wirklich tarnen. Auch in unterschiedlichen Größen und auch wieder in richtig fett. Hier. Wie heißt der? Aberrant? Das finde ich geil, das Vieh. Hat auch schon die Masse von so einem fetten Genestealer. Kann aber noch Waffen benutzen. Bergbaulaser und schwere Nahkampfwaffe einsetzen. Bergbaulaser ist das, okay. Was natürlich, wo man mit Berge abtragen kann, kann man natürlich auch mit, ja, die habe ich vorher noch nie gesehen im Tabletop-Bereich, aber na gut. Für so ein Computerspiel braucht man auch sowas. Reliquien, kann man die benutzen? Kann ich die tragen? Achso, dann kriegt man so einen Skriptor. Toll, zusammen. Haben wir nicht alles, aber... Naja, gut. Schulterpanzer des Löwen. Naja.
Dann kriegt man hier so eine Rüstung komplett von so einem Skriptor zusammen. Da haben wir auch schon einiges verpasst. Ist ja nicht so wichtig. Ich mach's nur wegen den Punkten. Hey, der hat ein Salto gemacht. Gucken wir hier nochmal rein. Aber hier können wir auch schließen, dann kommt da weniger Ruckzeug raus. Gucken wir hier mal rein. Nix zum Einsammeln. Dann raus da. Und zumachen, dann kommt er auch da weniger Kruppzeug raus. Auf der Karte sieht es da aus, als ob da jemand rauskommen könnte. Jetzt kommt da keiner mal raus. So. Aha, da war was zum Aktivieren. Jetzt gucke ich mir hier nochmal die Umgebung an. Wird das flüstern wieder? Kommt von der anderen Seite. Ja, hier ist es. Na, auch mal treffen. Und dann wieder ein kleines Relikt. Aber der Mensch freut sich. Wir haben was gefunden. Kann einmal hier reingucken, aber ist nichts, hör nichts, hör zu. So, hier machen wir auch mal zu. Hier machen wir auch zu. Vielleicht wird es ja gleich einfacher. Es kommt bestimmt gleich ein Boss oder so. Ich rechne damit. Dann können sie nur aus zwei Richtungen kommen, statt aus 6. Da werden sie gleich rauskommen. Oder auch nicht. Noch mehr aktivieren? Ups. Das war's schon. Missionsziel erfüllt. Okay. Ja. Kommst du denn her, mein Freund? Hast dich hergezaubert? Sichere die Gensaat. Tun wir doch lieb gern. Die Gensaat brauchen wir wieder für neue Brüder. Die Monster sehen aber anders aus. So vom Chaos beeinflusst die Monster. Ihr macht das schon hinter mir. Die Löwen halten Wache. Schon wieder was, die Räumlichkeit. Eine Version. Ah, sehen wir gleich ein Echo. Ein gewaltiges, habe ich gerade in den Text gedacht. Das ist wahrscheinlich ein Kühllager. Sollte uns aber nichts ausmachen. Wir sind Space Marine, verdammt. This is a prize most precious. We must ensure it's secured for the chapter. I have preempted you, Brother Nahum. Additional squads are closing on your position. Wunderbar. Lass mich raten, wir müssen eine Position halten. Rude Lord, you are a liar! Stirb doch mal, Junge. Oh, ich sterbe. Du bist gestorben. Brutlord. Oh, ist doch ein Brutlord, zeig ich doch. Ist ein größer. Simzionika. Hauen echt einen um. Part of the Tyranid fleet began to approach the space. Belial tasked us with a mission to find a way to reach Caliban's will through another impacted vessel.
a crusade warship from the Black Templars called the Sanctum Imperator. Zähl nicht, this ship mal. Was sent Lack out mal. From Terra to carry the Emperor's holy will to the... Geht doch. Und, wir sind da immer noch drin. Maus? Danke. Hier, Doc, heil ihn gleich mal. Broodlord in sight. Alter, er hat's auf mich abgesehen. Scheiße und Dreck. Ich glaube, dann ist es besser, dass er den Kollegen tötet, glaube ich. Part of the Tyranid fleet had begun to approach the Space Hulk. Ey, keine Belial Chance. Belial tasked us with a mission to find a way to reach Caliban's will through another impacted vessel. Ich muss da einen Kollegen vorschicken, dass die sterben, nicht ich. Na los, lass mich jetzt hier machen. Maus? Da. So, ich verstecke mich hier ein bisschen. Hier bleibt man da stehen. Nochmal. Der hat echt einen Kumpel von mir weggefegt. Hulla. Ja. Hier kannst du mal den Kumpel wieder beleben. Mission abgeschlossen. Okay. Neue Ausrüstung verfügbar. Energie-Psi-Axt. Weiter. Scar the gene stealers from the Caliban's will. Leave nothing alive. The Xenos are coming. We have to exterminate them at all costs, so that other squads can secure the Caliban's will. Das hört sich nicht gut an. Habt ihr gleich noch was? F1, mein Kumpel sichern? Oh. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht doch noch mal... Nee. Säubere Calibans Wille von allen Xenos und warte darauf, Verstärkung eintrifft. Okay. Nur ich und Onkel Doc. Na, wir machen das schon, ich und der Doc. Ich wollte ihn jetzt nicht flambieren, aber... Oh, die Tore sind offen. Wir hätten noch eins verschlossen, oder? Ne, jetzt ist wieder alles verschlossen, okay. Das können wir nicht sichern. Schade. Soll ich jetzt hier einfach warten, bis die Zeit rumläuft? Das ist ja auch doof. Man kann hier nochmal lang gehen. Hier waren wir noch gar nicht. In dem Bereich. Aber ich würde sagen, wir gehen ganz kurz mit einem C-Tor. Holen wir uns... Aber wir müssen echt 176 töten. Okay. Aber das geht besser, wenn wir noch einen Kollegen haben. Und ich bin mal interessiert, die Energieaxt, ob ich die vielleicht mit irgendwas... kann. Ich hätte gerne die Energieaxt. Energiefaust. Ziehschwert, Ziehaxt. Geschwindigkeit. Nur mit Sturmbolter, ja. Vergeltung geht nicht.
nicht. Scheiße, ey. Wieso kann ich mit diesen Waffen, mit Höllenfeuer oder Erlösung, nicht auch da eine Energieaxt tragen? Ist voll doof. Dann nehmen wir mal hier die Sturmkanone der Vergeltung. Wo war die denn? Hallo? Sturmkanone? Vergeltung. Ich sehe es nur Vergeltung. 85 Schuss, 65. Und jetzt haben wir, glaube ich, den Kollegen auch wieder dabei. So. Wo habe ich gedacht, wir gehen da mal links lang, ne? Der Weg, der zu ist, genau. Die 164 werden schon zu uns kommen. Jetzt sind es nur noch 73. Sesam, öffne dich. Oh. Hält dicht. Na gut, dann muss ich mal manuell öffnen. Frech. Ich dachte eigentlich jetzt mal so 173 töten, muss doch easy peasy sein hier. Komm doch mal in Scharen. Ein, zwei Wellen und dann ist die Geschichte zu Ende hier. Na, da ist noch ein Lebenssignal vor uns, rechts. Ja, hört sich auch nett an. Ich scanne und zerstöre mal. Weil wir müssen ja alles töten. We are the angels of death. Genau, du sagst es, Bruder. Na komm, wo versteckt ihr euch? Genestealer abschauen. Geht's da weiter? Nö, er sagt irgendwie Dungeon. War es hier so ein Gefängnis? Aber auch kein Relikt. Oh. Ich dachte, ich verguck mich gerade. Oh, da steht da einer. Unsack. Ich komme auch gerade nicht raus, ne? Na, er macht das hinter mir. Ui. Heil mich. Operation finished. They are sorcery. Fortify your soul. Nachladen. Was ist das hier? Ein riesiges Tor, ey. Hier ist ein Relikt. Ja, die hört sich gut an, aber richtig, es ist einfach ein Unterschied zwischen 400 Schuss und 65. Da hinten war man, ne? Ja. Sind wir einfach durch. Aber hier kommen gerade gut Gegner. Das ist eigentlich. Bleiben wir doch hier. 65 Lebensform müssen wir noch zerstören. Da kommen die nächsten. Ich hab doch gar nicht. Oh, ich bin gegen das doofe Ziehtor gekommen. Verdammte Axt. Gut, dann lade ich mal kurz nach. Und
rein ins Geschehen. Oh, von alle Lebensformen. Und nu? Mission erfüllt. Mission abgeschlossen. Neue Waffe? Das ist eine Melter, oder? Caliban Speer. Diese Plasmakanone wurde mit zusätzlichen Energiezellen ausgestattet, um ihre Feuergeschwindigkeit zu erhöhen. Aufgrund des hohen Energieverbrauchs verursachen die Plasmastöße weniger Schaden und haben einen geringeren Explosionsradius. Aha. Aber erhöhte Feuergeschwindigkeit. Wunderbar. Eiferpunkte 4 Stück. Jetzt sind wir sicher, das ist auf jeden Fall, das Kapitel haben wir geschafft. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne mal einen Like, einen Kommentar oder ein Abo da. Ihr unterstützt Bruder Heinrich. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.